Wir machen genau da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und welcome back to Technomancer. Ach ja, was ein Anfang. Es ist immer noch pisswarm bei mir. Hey. Erwerben. Ich möchte es erwerben. Ich habe es erworben. Kann ich jetzt noch stylischer wie Duke Nukem aussehen? Nein! Aussetzen! Du musst das tragen. Zeig, wie du aussiehst. Ist schon so richtig der Duke Nukem-Style fast. Schon so richtig fast. Na ja, gut. Aber ich finde das gut, dass man jetzt nicht alles durchsuchen kann. Sonst wäre das ein fucking umständliches Spiel. Da, so ein bisschen Gartenhütten, Night Chill Out tut gut. Wow, 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 wow. Hey! Sorted Ex Machina! Hey! Finde ich jetzt persönlich überhaupt nicht so tutti. Boah, was passiert, wenn dieses Riesenmottenvieh neben mir jetzt in diese Elektrofalle springt? Das wird stinken. Ich komme langsam vor wie bei Dark Souls. Echt. Nicht ganz so hardcore. Nein! Hey, schicker Säbel. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Oh, warte mal. Man kann sich doch welche craften, oder? Na klar. Nee. Blöd. Es gibt's doch nicht. Auf der Haltung bewegt er sich keinen Mikrometer. Tut mir leid. Die Haltung mag ich absolut nicht. Wächter Scheiß da. Ja, entweder nehme ich jetzt weiter Gauner oder ich probiere es halt mal hiermit. Dem Elektroschockstäbchen. Aber voraussichtlich ist das eine sehr dumme Idee. Yay! Area of Effect! Was ist denn sein Spezialangriff hier? Ins Gesicht treten! Ja, der Gauner ist halt so der Crit-Hit-Killer und der hier ist halt so der Massiv-Killer. Was mir gefällt ist hier die Steuerung. Also die Steuerung Taster. Sehr, sehr geiler Angriff. Was auch immer das ist. Wir nehmen es mit. Und wir schneiden ihn nicht. Alles kaputt. Eigentlich will ich sie ausbluten lassen. Alleine dafür, dass sie Banditen-Arschgeigen sind. Aber irgendwie habe ich ja dann doch ein bisschen Mitleid. Ne? Nur ein bisschen. Besser was? Wir gucken mal auf der anderen Seite. Weil. Auf dem Kompost, das sieht ziemlich gut aus. Oh, 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 neue Stufe. P. Wie perfekt gemacht. Nee. Was gibt's denn noch? Der Technomancer. Oh, ist vielleicht nicht doof, ne? Immerhin haben wir den. Immer. Oh. Da hier. Brands! Komm nicht zu. Dass sie das nicht stört, dass man die so ein bisschen hier elektrisiert. Ja,
guckt da oben nur zu. Das ist schon okay. Es sind nur eure Kollegen, aber kann jetzt auch nicht von jedem erwarten, dass er immer hilft. Oh yeah. Was haben wir denn hier? So wirklich was Nützliches haben wir hier nicht, ne? Yay, Komponentenmüll erhalten. Nee. Was herstellen können wir anscheinend nicht. Aber wir können Sachen recyceln. Das finde ich super. Schlechtes Leder. Oha. Können wir ein Upgrade machen? Exaktes Tanto. Das können wir mal upgraden. Achso, haben wir schon. Können wir was Neues machen? Brauchen Metallstücke. Leder. Finde ich nicht gut. Ein Schraubenschlüssel, das finde ich sowieso so dämlich. Wer verfickt nochmal, macht einen scheiß Schraubenschlüssel. Unterbrechen. Schaden. Bin mir sicher, dass das dumm ist, wenn wir nur auf Schaden gehen. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal was unterbrechen. Oh. Crit. Oh, das ist nice aus. Und hier oben will ich. Will ich. Nice. Ja, unterbrechen ist aber auch nice. Okay, jetzt haben wir alles drei einmal drauf. Passt. Ah, komm, wir graden den Drecksschraubenschlüssel auch noch ab. Wieso nimmt man einen scheiß Schraubenschlüssel mit, ey? Kein Scherz. Schraubenschlüssel ex machina. Wir können aber sonst überhaupt nichts Gescheites mehr upgraden, oder? Doch. Immer noch die Hose. Ist das so? Ich sehe keinen Grund, warum wir uns vor Elektroschaden im Moment schützen sollten. Nur mir wäre es lieber, wir könnten eine eigene Waffe mal herstellen. Nicht nur upgraden. Sachen. Metallschutz. Nein, nicht eins drücken. Y. Hallöchen. Ich habe einen neuen Stab und ich würde euch gerne mal als Versuchskaninchen nutzen, wenn es recht ist. Ich weiche jetzt schon obligatorisch aus. Moment. Hast du die einfach so... Du hast die einfach platt gekriegt, ne? Du bist ein guter NPC. Was wollte ich jetzt sagen? Nein, das Atmen war geplant, keine Sorge. Sonst hätte ich mir Sorgen. Ah, man kann normalerweise hier oben hergehen. Einer der Wege anscheinend. Na gut. Was, um sie zu benutzen? Was konnte ich da aufnehmen? Achso, ich konnte die töten. Ja, nee, wir sollen ja keinen töten. Weil das ist ja böse, aber dann haben wir keine Leute mehr auf dem Mars und. Ja, wir sind am Höhleneingang. Jetzt hat er eine Brille auf und gerade nicht. Nice. Hey, das will ich auch hören, was der da macht. Sometimes I wonder if initiating is the right thing to do. What do you mean? Am I not ready? No. You're ready, Zachariah. With that, there is no doubt. I worry about you and care for your happiness. Once you become a technomancer, there's no going back. You lose your freedom. From the moment our abilities are brought into the light, to the moment the light is snuffed from our eyes, the technomancers are nothing but pawns on a chessboard. We have no free will. Abundance forces its will on us. I think about the future. How hard it will become as the ASC rises in power. Perhaps I'm just being paranoid. Forgive your master's little stone. You must focus on more important things. Nein, ist schon in Ordnung, dass du mir sagst, dass meine Freiheit weg ist und ich nur ein dummes Schachfigürchen werde, aber na gut. Dann ist das halt so. It is the same as that in our chapel.
accessible only to the combined energies of two technomancers. Sehr praktisch, dass die Tür quasi keinen eigenen Strom braucht. Weil wir der Strom sind. Bücher. Ich brauche so einen Sündencounter. Das sieht alles irgendwie nicht nett aus. For being so old, it's in great condition. What exactly, Master, is inside the dome? Knowledge, Zack. The very essence of knowledge. Frage. Wenn hier sowieso schon Viecher drin sind. Ich sehe nichts. Moment. Also wenn hier sowieso schon Viecher drin sind, okay. Dann wollte ich mir sagen, dass hier nichts auf uns lauert. Soweit ich das im Trailer damals gesehen habe, sah das aber anders aus. Oh, durch die kriegen wir also Leder. Das habe ich gar nicht drauf geachtet. If all this knowledge indeed gives us some sort of power, we're still faced with so many obstacles that we can't do anything with it. Was der alles erzählt? Na, ich will jetzt nicht alles durchsuchen. Das sieht noch nicht so endbossmäßig aus. Ich will mal versuchen. So, jetzt ist die blöde Meldung da oben weg. Genau das wollte ich nämlich mal versuchen. Die Meldung wegzubekommen. Ha! Nimm die Ex-Machina. Ich will jetzt hoch. Oha. Moment. Stelle kenne ich. Woher? Trailer. This is the main room. The console over there. Haha, wie praktisch das alles ist. Ah, das sind Lichter. Du hast Licht gemacht. Witness registration, March 17th, 2076. Subject 12. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great! So alive! My heart's racing, and I feel like I can take on the world. And it's... and I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of healing other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers, speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? The divine power? I don't, but we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now. More so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so... well, they must have reached lower in the dome. Then that's where we must go. Oh, what?
Na, also wenn das die einfache Zeremonie war. Lass mal hier ein bisschen durchsuchen. Wenn man irgendwas anklicken kann. Ist das die Tür? Nö. Postfächer, ja. Können wir E-Mails abrufen? Haben wir E-Mails? Ist das ein Alles-Suchen-Button? Das will ich jetzt mal wissen. Aber ich habe ja gesagt, ne, wir machen das jetzt ein bisschen besser, das Let's Play. Das heißt, wir halten uns natürlich auch an die Zeiten und wir sind quasi am Ende. Na, ich will das trotzdem eben wissen. Nö. Oder ich habe es einfach übersehen. Das geht auch. Ich will auch wissen, was da unten ist. Aber ich denke, ich mache für heute für mich auch Schluss. Nicht nur für euch. Und wir machen das beim nächsten Mal auf. Oh, aber das machen wir noch. Also entweder gaunern wir oder... Was haben wir denn hier? Das hier ist was? Aha. Von Handschuhen. Aha. Ja, Bewegungsunfähigkeit ist vielleicht nicht schlecht. Was nochmal Gauner? Da. Erhöht den Schaden. Upgrade vom Schießen und von Stoßen, ja. Naja. Dann gehen wir mal wieder auf Technomancer. Wo ist er? Da. Ah, ich denke, das ist einfach... Naja. Nicht verkehrt, wenn wir hier ein bisschen mehr rein investieren. Ja, nehmen wir mal das. Und ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Und wie ihr gerade gehört habt, haben wir eigentlich ja noch Glück gehabt, ne? Überlegt mal, wir hätten auch Sklaven sein können. Aber ihr habt heute auch Glück. Und warum habt ihr Glück? Wenn ihr... Eine neue Stufe. Achso, hier hinten. Auf Like klickt, weil es euch gefallen hatte, dann werde ich wie immer nicht nur denken, dass ihr einfach die perfekt geilsten Leute seid. Und ohne Scheiß, ihr seid die besten Wölfe und die einzigen, weil ihr seid meine. Das bietet euch ja sonst keiner, ne? Und ganz ehrlich, ihr habt heute richtig Glück, denn... da ist was in die Fliegenfalle gerannt. Hey, wenn ihr jetzt auf Like klickt, und das ist kein Scherz, ne? No scam at all, ja? Dann könnt ihr verdammt nochmal euren eigenen Technomancer Elektrohandschuh direkt morgen vor der Tür haben, ja? Und das wird euch per Amazon-Drohne gebracht. Ist kein Scherz. Probiert's aus, ne? Klickt einfach auf Like und lasst mir einen Daumen nach oben da und bang! Morgen schwebt eine Drohne schwer bewaffnet durch eure Tür, indem sie die Verriegelungen einschießt und legt euch diesen Technomancer-Handschuh auf den Kopf. Ist kein Scherz. Probiert's aus. Macht's einfach. Ihr werdet sehen, es wird euch gefallen. Und wir gehen mal auf Gewandtheit ein bisschen. Naja, ist jetzt nicht so atemberaubend. Nochmal, ja, sind nur kleine Boni. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ich mache jetzt Schluss, ihr macht jetzt was auch immer. Viel Spaß dabei und bis dahin, euer Wolf.